So, da sind wir schon wieder. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop, neuer Livestream. Ihr wisst ja auch, ich bin inzwischen auf Twitch unterwegs. Wenn ihr gleich zum Livestream kommen wollt, einfach unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken. Da bin ich, wie gesagt, auf Twitch live. Also wenn du Bock hast, bei Custom Games mitzumachen oder bei Abo zocken bzw. Follower zocken, dann gern in die Videobeschreibung gehen. Aber vorweg, ihr seht schon am Titel, es hat natürlich schon was mit dem Thema zu tun. Ich habe es nur eben auf YouTube zufälligerweise gesehen. Wir gucken uns den Clip mal ganz kurz an und dann will ich nur mal eure Meinung wissen. Also schreibt wirklich nur eure Meinung in die Kommentare. Wir gucken jetzt mal gerade. Achtung, hört euch den Clip genau an. Habt ihr das gehört? Nochmal. Ja, so hätte ich auch reagiert. Ja. Was war das denn? So. Hört. Jetzt ist meine Frage. Was denkt ihr darüber? Darf eine Frau rülpsen? Jetzt mal ernsthaft. Was denkt ihr darüber? Darf eine Frau rülpsen in der Öffentlichkeit? Beziehungsweise so wie wir Männer oder Jungen das machen untereinander und hast du nicht gesehen. Darf eine Frau das? Oder würdet ihr eher sagen, ne, geht absolut gar nicht. Die würde ich mir im Arsch nicht mehr angucken. Also ohne Quatsch, mich interessiert nur eure persönliche Meinung. Wenn ihr eine Freundin habt oder eine Frau und die sitzt neben euch, trinkt gerade gemütlich was und rülpst einfach so. So einfach so. Was würdet ihr machen? Würdet ihr sagen, hallo, tickst du noch richtig? Oder würdet ihr sagen, Respekt? Weil, ganz ehrlich, warum soll eine Frau das nicht machen dürfen, aber ein Mann schon? Bei Mann sagt jeder, das ist ein Mann. Und bei einer Frau, nee. Sind wir wirklich noch in dem Zeitalter, wo eine Frau nicht rülpsen darf? Also ohne Quatsch, schreibt es mal in die Kommentare, was denkt ihr darüber? Darf eine Frau rülpsen oder darf sie es eben nicht? Würde mich halt einfach mal so interessieren. Also, wenn ihr meine Meinung wissen wollt, ich sag mal so, in der Öffentlichkeit sollte eine Frau eigentlich nicht rülpsen. Definitiv nicht. Also selbst ein Mann darf es eigentlich nicht, weil es ist in meinen Augen halt ein bisschen schon Assi-Verhalten. Aber gut, leise, weil man kann ja auch so, wisst ihr, wie ich meine? Geht natürlich auch, aber die Frage ist halt immer, darf eine Frau das auch? Ist halt echt ein schwieriges Thema. Ich denke mal, die meisten werden sagen, ja, wenn man untereinander ist, klar, warum nicht? Aber mich stört es eigentlich schon, wenn es meine Freundin neben mir machen würde. Ist ja genauso, wenn es ums Furzen geht. Beim Mann, ja, da sagt man, da hast du aber gut gegessen. Bei einer Frau, ich glaube, bei einer Frau ist da wirklich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber da wäre dann wie so ein Ekel. Beim Mann denkt man so, ach ja, schön, hast toll gemacht, bin stolz auf dich. Aber bei einer Frau, da wäre glaube ich eher so, oh nee, was hat sie denn jetzt gemacht? Oh Gott, wie ist die denn unterwegs? Also wie gesagt, schreibt wirklich mal die Meinung in die Kommentare, darf eine Frau das oder nicht? So, das war nur die Frage. Jetzt geht es natürlich wieder um Fortnite und ihr seht schon, ich habe mir den Skin gekauft. Wir gehen auch direkt rein in den Shop. Und wegen V-Bucks, ja, heute gibt es wieder eine kostenlose V-Bucks-Aufgabe. Ich werde euch die natürlich auch zeigen, sobald wir den Shop einmal durchgegangen sind. Aber ich muss sagen, gefühlt ist der Shop wie gestern. Einfach komplett identisch wie gestern. Wir gehen mal kurz durch. Entweder ist er auch wie gestern, weil den von gestern habe ich nicht mehr so im Kopf. Aber Finsterbomber ist drin mit passendem Rückenaccessoire. Dann natürlich noch Donnerrost dabei. Obwohl ich Donnerrost gar nicht mal so schlecht finde, aber das geht eigentlich nur in Kombination, wenn du auch den Skin hast. Also mit dem Skin nice, alles andere, ich glaube, der passt einfach zu keinem anderen Skin. Aber der Kleider ist wirklich eine 1 plus mit Sternchen. Dann haben wir ja, das Riesenbaby. Der Slurp-Soldat, ich nenne ihn einfach Slurp-Soldat, nicht Schlurf-Tank, sondern er ist schon ein Soldat. Also wenn du so einen Oberarm hast oder auch Unterarm, dann brauchst du dir keine Gedanken mehr zu machen. Die Frage ist halt nur, bist du noch schwerwendig? Ich würde sagen, nö. So, dann haben wir natürlich doch Doppelzapfer. Ja, wer auf den Namen kam, gell? Doppelzapfer. Aber hört, der Ton ist nice. Der Ton ist wirklich richtig nice. Dann haben wir noch die Schlürftarnung. Naja,
auch wenn ich sie habe. Grüße gehen, glaube ich, raus an Raptor, Zampal oder der ein oder andere. Ich sage ja, Tarnungen sind in meinen Augen inzwischen uninteressant geworden in Fortnite. Dann haben wir natürlich, ja, wer hätte es gedacht, Recon Expert. Ja, ich habe sie mir selber gekauft, diesmal wurde sie mir nicht geschenkt. Grüße gehen trotzdem raus an Monkey, Zampal und Raptor. Falls du das siehst, Raptor, es wäre schön, dich auch mal wieder im Stream zu sehen, allerdings natürlich auf Twitch. Wie gesagt, wenn ihr auf Twitch dabei sein wollt, unten in der Videobeschreibung ist halt der Link. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr da ein Follow da lassen würdet. Und natürlich auch, wenn ihr meinen Creator-Code benutzt, yt-familyhack, Grüße gehen raus an alle Supporter. So, dann haben wir noch Kloake Shadow. Bei dem Namen denke ich immer Kloake, Huhn, ja, Schule, aufgepasst. Aber es hört sich einfach eklig an. Kloake ist für mich halt immer so, ja, Arschloch. Kloake gleich Arschloch. Arschloch gleich bäh. So. Aber der Skin, ja, von vorne finde ich ihn nice. Aber von hinten sieht er aus wie ein Dulli. Ist einfach so. Aber die Flügel sind halt richtig geil bei dem Skin. Also ich finde mit, das ist so mit das beste Rückenaccessoire, was wir haben im Spiel. Ist meine Meinung. Muss nicht eure sein, um Gottes Willen, aber meine Meinung ist es definitiv. So, dann haben wir natürlich Binde Katze. Dann haben wir wieder Twist dabei. Dann haben wir Klappe die 14. Aha. Dann haben wir Tanzspagat. Aha. Und Verge. Ja, für einen 800er V-Bucks-Skin ganz okay, aber ja, ist jetzt kein Must-Have. Sag ich jetzt mal ganz einfach. Dann haben wir noch den Shadow-Rebellen auch wieder drin. Da sage ich ja ganz ehrlich, der Skin an sich, erst hat er mir nicht gefallen, aber gefühlt gefällt er mir immer besser. Aber ich werde ihn definitiv nicht kaufen, weil wieder 1500 V-Bucks. Ich muss ein bisschen mein Geld zusammenhalten, beziehungsweise mit den V-Bucks. Man weiß ja nie, was für ein geiler Skin reinkommt. Ich glaube, weiß habe ich mir den auch gar nicht richtig angucken. Irgendwie hat er halt was. Aber ja, ich weiß, man muss halt, aber man sieht ihn eigentlich, glaube ich, auch nicht so oft in den Lobbys. Also ich muss sagen, bei den Custom Games zum Beispiel, ich sehe den nirgends. Irgendeiner, ich weiß nicht, wer es gestern war, hat aber definitiv das Rückenaccessoire. Recon Expert mit dem Rückenaccessoire. Weil ich jetzt gerade das Rückenaccessoire gesehen habe. Also ich weiß nicht, wer es war. Irgendeiner hat ihn sich definitiv gekauft. Weil wir wissen ja inzwischen nicht mehr, welcher Skin wird selten, welcher nicht. Aber wie gesagt, ich sage immer wieder, ein OG-Skin in Anführungszeichen ist für mich ein Skin aus Season 1, 2, 3, 4. Und es bleibt ein OG-Skin. Es ist dann vielleicht kein seltener Skin mehr, aber es ist ein OG-Skin. Weil die Diskussion ist ja immer wieder, hey, das ist kein OG-Skin mehr. Für mich schon, weil es ist ein alter Skin. So, dann gehen wir mal schnell rüber zu Rette die Welt. Ich weiß gar nicht, es könnte sogar sein, dass ich V-Bucks, sag schon, V-Bucks bekomme fürs Einloggen. Sicher bin ich mir dabei jetzt allerdings überhaupt nicht. Wir lieben den Ladebildschirm. Bester Ladebildschirm, den es gibt. Grüße gehen raus. Bam, 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 bam. Und komm, Abfahrt. Lad schneller, lad noch schneller. Ich sage, ich frage mich immer, wie PlayStation-Spieler das aushalten. Oder Xbox-Spieler. Das hier ist mir schon zu lang zum Laden, aber bei euch dauert es ja noch länger. Ich sehe es ja immer, wenn ich Custom Games mache, wie lange es teilweise dauert. Ach, morgen gibt es erst 300 V-Bucks. Denkt dran, wenn ihr kein Rettet die Welt habt, kauft es euch. Ich habe davon nichts, wenn ihr es kauft. Aber wenn ihr natürlich danach die V-Bucks ausgibt, habt mein Creator-Code drin, dann kann ich erst was davon bekommen. Aber ihr seht, 252 Tage eingeloggt, morgen gibt es wieder 300 V-Bucks. Schmeckt auf jeden Fall. So, denkt auch immer dran, holt euch schön die Forschung. Ihr seht schon, immer schön alles voll machen. Und wenn ihr gar nicht spielt, loggt euch wenigstens ein, holt hier noch die Punkte mit, damit ihr wenigstens ein bisschen was macht. So, was macht hier der Lama Shop? Heute nichts Kostenloses. Auch die lohnen sich nicht. Da können wir nichts machen. Hier vergesst nicht, euch die Regentropfen zu holen. Ich kaufe da schon nichts mehr, weil ich halt, in meinen Augen, ich habe genug. Gut, die Überlebenden, die muss ich kaufen, weil ich die Skizzen davon brauche. Aber das dauert gefühlt noch 100 Jahre, bis ich mal wieder leveln kann, auch wenn ich jetzt schon 114 bin. So, jetzt muss ich gerade nochmal selber gucken. Lol, da wollte ich gar nicht hin. Wo war die V-Bucks-Aufgabe? Zack, 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 zack. Einmal hier raus. Hallo. Raus da. Zack, zack, zack. Jetzt muss ich mal Gas geben, ey. Ich habe eben noch nachgeguckt. Ich meine, die war ziemlich hoch.
Also die Vivax-Mission wird definitiv nicht jeder machen können, weil die ist bei 116. So, 116 ist Twin Peaks. Die ist also gefühlt werden sie wahrscheinlich von meinen Leuten nur zwei, drei machen können. 116, da ist sie. Wie gesagt, man kriegt 40 V-Bucks für die Mission. Ich sag ganz einfach, alle, die hoch sind, wissen das sowieso, holen sich den Kram natürlich mit. Ich werde das Ganze dann gleich wieder im Livestream machen. Wie gesagt, auf Twitch. Link ist in der Videobeschreibung. Wegen dem Rülpsen, klar, Regina, wer sie nicht kennt, wie auch der Link ist in der Videobeschreibung. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein und bis gleich.